heute zu Uncharted 4. End of a, wie heißt das? The Thief's End. The Thief's End. Mhm. Ja, wir machen direkt weiter, ne? Falls ihr gerade erst einschaltet, was unwahrscheinlich ist, schön, dass ihr da seid. Wir sind in Kapitel 8, ne? Ja, ich muss mal gleich den Tisch noch weiter wegstellen. Ich kann nicht, nicht mal mehr was sehen jetzt. Echt? Oh nein, ja, das wollen wir nicht. Komm, dann stellen wir mal eben den Tisch. Fehlt irgendwie so ein Zettel. Wir schieben den mal hier. Ja, schieb. Über den teuren Pinienholzboden. Ja. Nice. Oh, dann machen wir irgendwas kaputt. Ja, da unten liegt ein Kabel, egal. So ist gut. Besser? Ja. Ja. Okay, weiter geht's. Sehr schön. Got it. Oh, careful. Muss sagen, seid doch mal. Nein, nein, nein. Oh Mann, ich wollte links ranspringen an ihn. Aber ich war zu weit. Gut, egal, komm. Machen wir direkt nochmal. Ist ja nichts geschehen. Das ist zu laut. Bump. Ja. Got it. So, da wollte ich ran. So. Wir haben hier so einen Ventilator am Laufen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass es zu laut ist, müsst ihr mal sagen. Weil für mich macht das den Eindruck, als wäre es viel zu laut. Macht das ebenfalls den Eindruck, als wäre es viel zu laut. Nathan, you okay? I'm good. Just follow me. I can hook that. Boah, Alter, wie hat er denn den Haken geworfen? Egal, er klettert. Ja. Meck, meck, meck. Ah, nein, warte mal. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich nach links oder rechts. Ey, nicht so. Oh. Oh, da, guck mal. Sehr gut. Alright, you think you can do that? What are you talking about? I taught you that move. Alright, let's see it then. Ah, wo ist er da? Irgendwo an der Felswand. Da ist er. Oh, oh. See? Hey, ja. That was clumsy. Sehr gut. Ne, warte mal. Den haben wir schon benutzt, ne? Ja. Müssen wir jetzt hier irgendwo wieder aber hoch. Ja, hochlaufen. Kannst du hier in dem schrägen Ding kannst du nicht hoch, ne? Wir müssen den doch nochmal nehmen, oder? Wahrscheinlich. Nee. Oder? Ah, doch. Hm. Da oben vielleicht, weißt du? Das Ding da hinten. Woo! Ah, perfekt. Oh, jetzt muss ich da wieder mit dem Haken arbeiten? Nee. Doch, da oben, oder? Sam, so. There's a ladder, boah. Just out of reach. Hey, hold on. Tag Team Action. I'll come over. Oh, es gibt ja Leute, die wirklich so Steilhängen hochklettern, ne? Nie was machen. Also, ey. Es gibt auch solche Leute, die wirklich auch ohne Absicherung und sowas Free machen. Free Climber, also, das ist für so mich irgendwie. Das ist das. Give me a boost. Auf irgendwelche Baukräne und dann da irgendwie so Handstand da oben drauf machen. Ja, aber ey, Baukran, da hat man wenigstens das Gefühl, okay, ich kann da hochklettern, weil das fast wie so eine Leiter ist. Aber diese Felswände, die so glatt sind und. Ey. So. Holst du mich jetzt hier hoch oder was? Oder? I'll pull you up. Wie soll ich das jetzt da hier oder was? Ich da wieder rüber, ja. Alter. Das ist ja aber frech. Hopp. There you go. Thanks. Okay. Oh, da. Alright, there it is. Der Schlafraum der Mönche. Hop, skip and a jump away. Don't jinx us. Nur ein paar Katzensprünge. Hier muss ich wieder runterrutschen. Here we go. Oh, schön, dieses Stein noch. Ja, ne? Rumrollen. So. Burns a little. Hier wieder. Okay, da muss ich hochspringen. Das ist hier all diese Kletterwände. Ja, danke für den Hinweis. Die wir Rang gebaut haben. Ja. Die alten Inka. Schottland. Ja, wer weiß, vielleicht waren die ja tatsächlich da. Oh! Okay, kann ich mich auf den runterfallen lassen? Das wäre cool. Gehen wir noch einen runter? Hammer! Das merkt er nicht, das merkt er auf keinen Fall. Ah, er hat den anderen sich gemobbt. Sehr gut. Aha. So, warte mal, kann ich die jetzt hier wegziehen? Kann die da hier nicht wegziehen, oder? Nein, das geht nicht. Okay, dann wollen wir mal hier schauen, dass wir nicht direkt wieder Alarm auslösen. Da hinten, ach, warte mal, ich kann doch... Wie war das nochmal? So, eins, genau, ich kann die markieren. Zwei,
3. Da war noch einer. Okay. Beiden. Da ist noch einer. Ja, hab ich einen vergessen? Nö, ne? Guck mal, sehr schön. Jetzt sieht man die immer Patrouille laufen. Dann würde ich sagen, wir nehmen den da hinten als erstes, ne? Ja. Kannst du die auch irgendwie so anlocken? Mit Pfeifen oder sowas? Wie bei Hitman. Ja. Nicht. Oh, da ist noch einer. You two done prepping the site. Cemetery is ready for rich boys visit. Da dreht er sich da mal weg da oben, oder? Oh, unlevischt. Oh, nee. Die hüpft einfach immer nur dumm. Geil. Ja, nee, ey. Jetzt. Der will mich also flankieren. Da ist ein explosives. Bam. Die Kugeln richtig, ey. Weißt du was? Ich bin im Arsch. Komm ich zu weit, ne? Ja. Nein, oder? Komm ich zu weit? Einfach zu weit. Hey, warte mal. Da ist er. Den hole ich mir anderweitig. Da hinten rum. Das? Achso, genau, damit kann ich. Auf werfen, was? Ja, wenn ich. Und dann kann ich die im Flug quasi zur Explosion bringen. Zeig dir das mal. Oh. Ach, shit. Ich hätte die Schmeiße. So. Hat das was gebracht? Da hinten ist noch einer. Ich will die auch. Also. Ah ja, mehr macht das. Oh, oh, oh. Nice. Sehr gut. Ich schreibe meinen Chat sehr gut. Ja, danke. Ey, was ist da oben los? Lass meinen Bruder in Ruhe. Ey! Kriegt er das alleine hin? Klar. Das ist ein Drake. Ja, glaub ich auch. So, was kann ich hier mal? Munition? Lass mal, ich hab mal unten. Hast du das noch eine richtige Superwaffe da? Diese hier. Burok. Oh nice. Ich glaube, ich hier unten 6 Schuss, weil die so krass ist. Bin ich mal gespannt. Hey, da brauchst du, glaube ich, nicht mal einen Kopfschuss. Die ist irgendwie. Oh, oh fuck. Geil, was haben wir denn hier für geile Waffen? Achso, das ist die. Lass mich doch mal kurz gucken, Mann. Gurke. Okay. Sehr gut. Okay, war's das denn? Ja. Ich mag ja irgendwie diese Action-Passagen. Ja. Halt mal die coole Waffe. Da haben wir leider nur echt wenig Muni. Da gibt's auch nicht Ersatzmuni oder so. Also zumindest ist das so meine Erfahrung. Nathan, it's this way. Wieder schon schön aufgeräumt hier. Ja, ne? Aber auch Spaß. Oh, so. Hier geht's die Felskante hoch. Ja. Manchmal denkt man gar nicht nach, ne? Also man macht einfach, weil es sieht das einfach schon. Da ist wieder so ein Dödel. Ist bei Tomb Raider genauso, ne? Diese, ja, ja. Man sieht auch immer sofort. Seil. Da ist ein bisschen heller, dann Äste. Das ist eigentlich schon ziemlich ähnlich alles.
So als wenn das das Normalste der Welt wäre, sich auf diese Art und Weise durchzubewegen. Juhu! Juhu. Und der prallt gegen Felsen. Da muss ich hin. Juhu! Boah. Umholen. Nice! Schurken? Nee. Das Wort Schurken ist sehr, sehr schön. Wir müssen hoch. Ja, finde ich auch. Es wird leider nicht mehr so oft benutzt. Das ist eigentlich schade. Es gibt im echten Leben auch wenig klassische Schurken, denen man so begegnet, im tagtäglichen. Ja, ich finde, also Schurke klingt so, so leicht romantisiert, so ein bisschen harmlos aus einer unschuldigeren Zeit. Wohingegen. Ist das die Nadine? Nee. The guys fronting our entire crew. Reden über Nadine. What do you think Nadine would do to you? I was following her order. Still, what do you think she'd do? Turn me inside out. Exactly. Take some deep breaths and go walk it off. Oh, ich würde so gerne. Vielleicht werfe ich einfach eine Granitstange da rein. Das wäre geil. Okay, wir machen es anders. Ja, die Möglichkeit, ihn die Kante runterzuschmeißen, dann mache ich das. Oh, das ist auch schön. Wait. Anstatt ihm einfach einen kleinen Schubser zu geben, ne? Schade. Oh. Komm her! Komm her! Ey! Was war das denn? Ist ein bisschen gewehrt, wa? Was ist der andere noch? Das war schon, glaube ich. War da nicht noch einer? Ne? Dein Bruder hat auch jemanden getötet. Da rutsche ich da runter, ne? Auf diesem Terrain. Ist das ein Runterrutschterrain? Ja, auf jeden Fall. Da darf ich dann wohl nicht lang. Du musst ein bisschen springen dabei vielleicht. Ja, aber es könnte auch unser Tod sein. Aber ich glaube, das hier ist auch ein Runterrutschterrain. Da hoch kommst du doch nicht, oder? Nein, dann müssen wir wahrscheinlich tatsächlich. Wieso können wir denn nicht hier so Räuberleiter, das ist zu hoch? Na gut, dann machen wir, probieren wir mal dieses. Probieren wir mal. Scheiße. Ja. Das war wohl nicht die richtige Lösung. Schade. Ach nee. Was? Nee. Wir müssen nicht nochmal alles machen. Wir sind schon beseitigt. Ja? Achso. Ja. Wir müssen nur gucken, dass wir den richtigen Pfad finden. Ja, guck mal, da sind so. Da, über die Brücke vielleicht. Nee. Oder? Nee. Auf jeden Fall sind da solche Dinger da. Guck mal. Als ob du da rauf könntest. Ja, wenn man da runterrutscht, dass man dagegen kommt. Ne? Ja. Aber wir kommen ja hier rauf. Also hier kommen wir ja rauf. Und man könnte vielleicht da rauf springen und dann auf die nächste Säule und genau. Dann da oben hoch, ja. So. Oh, Homie! Oder kommst du da hoch? Gleich sind hier auch. Da, rechts. Aber dann lass mich doch mal. Ne? Ja, das sind auf jeden Fall so weiße ja. Dinger. Also ich glaube, das macht schon Sinn, dass wir diesen Weg gehen. Aber ich glaube, dass das auch richtig war, was ich gerade versucht habe. Ja, sonst wäre da nicht so ein Ding genau daran. Ja. Richtig raufkommen. Geh mal darauf und dann guck mal hinter dir jetzt links, rechts mal nicht. Da drauf. Da an die Kante dann. Ja. Das könnte auch sein, ja. Dann da links rüber. Ja, das kann auch gut sein. Aber halt da sind halt auch so Steine, siehst du? Ja, aber da kommst du ja nicht hoch. Von hier. Naja, das ist zu weit wahrscheinlich, ja. Aber später werden die vielleicht auch noch zu was gut sein. Aber das wird schon die Lösung sein, die du gesehen hast, glaube ich auch. Nee, so, hast alles falsch gemacht. Kann denn nur so wenig springen? Sicherlich aus. Kann auch nicht sein, dass er da nicht hochkommt. Das ist jetzt echt nicht so weit, oder? Nicht so schlecht gesprungen? Ich meine. Das ist schon weit, aber. Oder sollen wir mal den hier probieren? Also der ist doch noch weiter weg. Ach, weißt du was? Ich habe eine Idee. So. Und davor rutschen, was? Ja, aber von der Seite, zack, und jetzt. Hoch, so. Aha. Ah, okay. Sam, this way. Jetzt kommen wir von hier da raus. Okay, siehst du? Jetzt da. Juhu! Sehr gut. Was? Cool. Oh, und jetzt ist es gleich nochmal, oder was? Ach, jetzt musst du da hinten hinrutschen. Ja.
Und dann darauf. Ja. Ja. Wird nichts verschwendet, ne? Jede Möglichkeit zu klettern wird früher oder später auch genutzt. Ja, da würde ich gerade sagen, dass ich es ganz cool finde, dass es so Wege gibt, die man nicht benutzen. Das stimmt aber leider einfach gar nicht. Okay, jetzt müssen wir hier richtig komisch durchrutschen. Muss da hinten hinrutschen, ja. Vielleicht da an der Säule oben vorbei. Ich denke mal unten auf diese Plattform, oder? Ja, ja, aber die Frage ist, ob wir da hinkommen oder ob wir an rechts, also in der, da durch diese Lücke kommen und dann von... Kommen ich glaube, da kommst du nicht durch. Probieren wir einfach mal. Aber kannst ja immer noch weiter springen. Ja, genau. Oh. Los! Ah, okay, das war knapp. Wir haben es geschafft. Sehr gut. War ein riesiger Vogel gerade, ne? Ja, das war der schottische Albatros. Ja, Spannweite von 14 Metern. Der zweitgrößte Vogel Schottlands. So. This is what you've been up to all these years? Jumping around ruins? Yeah, that and getting shot at. Blown up. Ah! Oh. Kicked. All right, I get it. Knifed. Drunk. Können wir das denn mal sein lassen, bitte? So. Hier. Ich möchte nicht sehen, wie seine Knie am Ende aussehen von so einem Abenteuer. Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Wer hätte sich so Kevlar-Kniescheiben einsetzen lassen? Oh, warte mal. An der Felswand entlang. Also da geht's nicht. Hier ist noch so eine Kannst Stufe. Du da oben. War da nicht was. Ah, nee, da hoch einfach, okay. Okay. Da auf die Säule, oder? Kommen wir da nicht gerade her? Ne, wir müssen dann da hoch. Ne? Genau. Ja, okay. Genau, jetzt hier hoch, ja. Das Ding. Ja, ich, kommst du hier nicht hoch? So? Nee, warte, ich dachte so. So, das geht natürlich auch. So. Aber stimmt, wir sind ja gerade im Rutschenabschnitt. Das ist vergessen. Da kann man ja nicht einfach auf einmal irgendein anderes Movement einfordern. Ja. Und jetzt darüber oder was? Und dann die Brücke hoch? Ja. Muss ja. Boah, das war knapp. Okay, und weiter. Haha, that's that. Not quite. Still gotta climb higher across the ravine. Ach ja. I hope we're done sliding for a while. Ja, okay. Ich hoffe, das Rutschen ist vorbei. Okay, Rutschenabschnitt beendet. nee, warte mal. Doch, da jetzt hoch. Hier? There's a dormitory gate. Huch. Ja. Wupp. 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 Ah. Okay. Okay, dann jetzt hier hoch. Okay. Da. Ich will ja nicht. Man hört ihn doch, oder was? Der Sound wird so komisch. Hört man den Ventilator doch, oder was? Weiß nicht, aber er ist auch ganz schön. Also, wir hören auch kaum noch was vom Spielsound, ey. Guck mal, da siehst du, da ist der. Komm ich da hin? Mit Rutschen. Ja, ja, ich dachte, ich komme vielleicht jetzt. Das ist immer so nervenaufreibend, wenn man dann. Ja, hast du eine Chance. Aber locker. So, mit Style. Nicht mal hingefallen. Wer denn? Da. Speed, ey. Das kann doch nicht möglich sein, sowas, oder? Natürlich nicht. Also allein zu viel Schwung da noch um den Natürlich Haken, nicht, und auch mit dem Seil. Das ist doch alles gar nicht möglich. Auf keinen Fall. Hey, give me a hand. Come on. Okay, come on. So. And we're here.
Yes, we are. Ja. Okay. Ich glaube, wir müssen mal unseren Fernseher gleich mal ein bisschen lauter machen. Man hört kaum noch was. Jesus. Look at this place. Ein neuen Tagebucheintrag. Ledge final resting place of one Henry Avery. The dormitories. Let's find that grave. Die Schlafsäle. Okay, ja gut. Nathan, check it out. This one's got a pair of cutlasses. Das ist alles? Okay. Das war ja ein sehr, sehr gut. Ja, ich meine, obwohl es kann halt auch sein. Tagebucheintrag. Dass man kann ja auch noch umblättern. Ah, ja, umblättern. Da noch irgendwas. It's like a scroll from the cross. Henry's Was ist das für eine Karte? Objekt untersuchen. Ah, oh ja, okay, das war das. Habe ich hier auch eine? Wo ist denn meine Special deine Karte, wo ist deine Karte? Speck. Buch ist aufgesprungen. Okay, 1659, 1699. Sein Geburtsdatum und sein Todestag. Still nope. 40 Jahre geworden. Ah. Warum? Oh, falsche Seite. AIDS. Skull. Danke, ich glaube, es ist uns gut so. Naja, weiß nicht. Also schauen wir mal. Es kommt wieder irgendein Rätsel. Also ah, da ist schon mal der. Beautiful stonework. But no. Dates don't match. Der Totenkopf. Der ist schon mal im Buch auch drin. Ja, okay, also so muss das aussehen und die Dates müssen stimmen. Also zwei gecrossed Swords. Das linke ist hinten. Totenkopf, das war auch gar nicht so schwierig sein. Das finden wir ja wohl. Okay. Cross cutlasses, skull and crossbones, and the date 1659. Welche Dates standen da denn drauf von denen? War das nicht das? Aber nee, das haben wir ja gerade angeklickt. Das ist business. Shepard. 1688, nee. John Shepard. Okay. Schauen wir mal, was haben wir denn hier noch? Da sind auch Schwerter, aber das kann es auch nicht sein. Hawkins ist auch falsch. Nee, wieso müssen wir da trotzdem rangehen? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich meine, wir können es probieren, aber. Nee, muss man nicht, ne? This is not the grave we're looking for. This one doesn't have a skull and crossbones. I know, I know. This is not the grave you're looking for. Ja. Gut. So, da ist noch eins mit Schwertern. Turner. Das ist auch nicht. Ja, das ist auch nicht. Sparen. Da hinten sind noch zwei. Links noch zwei, da noch eins. McNair ist es auch nicht. Nee. Ah, ja? Das könnte es sein. Geh mal ran. Yeah, well, the swords are a match. Yeah. This is the year. Benjamin Bridgman. Sam, come here. What'd you find it? Bridgman. Man. Benjamin Bridgman. That's Avery's alias. Something odd about this skull, though. It's like it doesn't belong to the stone. And what's odd about it is that's not Avery's sigil. Yeah. Huh. The skull should be facing. Sideways. Okay. Where's that? You ready for this? Oh, I've been ready for a long time. Oh. Aber das merkt doch Rafe gleich. Ja, Rafe ist uns auf der Lauer. Der beobachtet uns, lässt uns die Drecksarbeit machen. Und dann kommt er hier gleich an. Zusammen mit dem Techno-Viking. A crypt hidden behind a secret door? I assume the secret door was added afterwards. To hide his loot. Well, fingers crossed. Ja, meinst du, es gibt wirklich noch so Piratenschätze? Nee. Also wenn. Also das ich weiß auch nicht, ob es wirklich viele früher gab, so viele Piratenschätze, wie immer gesagt wird. Aber dass wirklich sich Piraten sowas überlegt haben, ey, ich mach mal hier voll die mega ich glaube, sowas gibt's, Schatzsuche. Gibt's überhaupt sowas? Ich weiß es nicht. Im echten Leben? Nee, aber das ist so Klischee geworden. So, dass, oh, guck mal, die hält sich auch so.
Dass die halt irgendwie so von Hinweis zu Hinweis und so. Oh, hier, ich glaube, es gibt auch nicht sowas, wo sich plötzlich so eine Treppe dann rauskommt, was die alte Piraten gebaut haben. Ja. Mega kompliziert. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Okay, das ist hier Jesus und der eine ist halt der Typ, der der Dieb, der mit in den Himmel gefahren ist. Dismiss on the left. Penitent thief. Guest is on the right. Jerk thief. Der linke, ne? Mhm. Dismiss good thief. Jesus. Jesus. Gustav. Jerk thief. We receive leads. Today you will join me in paradise. Cool, I just hang here. You guys have fun. Ja. Das ist eigentlich ganz lustig. Ja, da haben wir noch nichts. It's all true. Ja, dann schauen wir uns mal ihn hier an. Ach, ich soll mit dir reden. Okay. Avery sure had a thing for St. Dismas, huh? Well, Avery fancied himself a good. Ich mach da mal diesen Ventilator auf. Ja, ich mich auch. Ich bin auch super nervig. Mach den mal auf. Guess that's what passed for good back then. Das ist ja noch, wenn es wirklich heiß hier drin wird. Ja, finde ich auch. Gerade geht er mir ziemlich auf den Sack. Okay. Unangenehme Situation, dass man Leute so aufhängt, oder? Für wen jetzt? Ja, für alle, die da hängen halt. Ah ja, hier ein Mechanismus. Schau mal. Some kind of lamp. Hey Smokey, need your lighter over here. You know, that hurts my feelings. Not as much as it hurts your lungs. Thank you, Father Duffy. Alter. Was die da gebaut haben, warum? Okay. Ah, wir müssen es so machen, dass es passt. Lights coming from the other side of the wall. Hallo. Ja. Gut. Okay. Dann nimmst du jetzt diese perfekt. Einfach drehen diese Teile. Ja, okay. Also der böse Dieb muss nach rechts. Was? Der andere auch. Zwei, das sind dann. Kannst du nicht so wie so drehen? Ja, ja, auf der anderen Seite. Ich wollte nur mal einmal gucken. So, wahrscheinlich hier. Check it out. Something at the base of the statues. Let's see here. Ah ja, kann man sogar sehen. Das ist super. Ah, I can aim the lights. I am loving this. Ah, ja, so eine. Hey, here we go. There we go. Der noch, nee, der hat zwei, ich wollte gerade sagen. Beine, nee. Nee, dann den da oben. Adi. Oh, connect the dots. So? Nee, der oben war noch nicht, oder? So. Ja? Ja, ja, der war. So, das ist die letzten. So. That's it, you got it. Nee, das war einfach. Dann guck mal. Werbung, was? Okay, was verbirgt sich hinter dieser magischen Tür? Ist es schon der Schatz Averys? Ist das vielleicht das Ende des Spiels? Ich hoffe nicht. Ich glaube auch nicht. Was machen wir sonst die ganze Zeit, ne? Ja, was machen wir denn überhaupt? Ja, keine Ahnung. Haben wir eh nicht vorgesorgt. Was passiert, wenn wir um 16 Uhr durch sind? Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Eine Überraschung. So, bis gleich. Bisschen Werbung. Tschüss.